Der Verlierer, der muss in einem Ballettkurs anrufen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer LOST, zu einer neuen Folge Blamieren oder Kassieren. Mal wieder ist der Mann dabei, den es zu schlagen gilt, und zwar den Marius Gamer. Hallöchen! Und heute der Kandidat, der gegen den Marius antritt, ist diesmal der Düsi BS. Hallo! Ja, und wir spielen mal wieder mit 9 Fragen. Die Regeln ganz normal wie immer. Wenn ich werde eine Frage stellen, ihr müsst euren Namen reinrufen, wenn ihr die Frage wisst. Ihr müsst die Frage dann beantworten. Ist die Frage richtig? Gibt es einen Punkt für denjenigen? Ist die Frage falsch beantwortet? Gibt es einen Punkt für den Gegner? Ja, und der Marius wird euch die Bestrafung erstmal erläutern. Genau. Der Verlierer, der jetzt verlieren wird, also entweder Düsi oder ich, der muss in einem Ballettkurs anrufen. Und ja, ein paar Wörter sagen, die wir dann gleich im Anschluss auf jeden Fall sagen werden, was für Wörter wir dann in dem Anruf sagen müssen. Und ja, das war eigentlich die Bestrafung. Alles klar, dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Frage an, oder? Ich würde noch kurz sagen, ich rufe nur Düsi rein. Ich habe keine Lust, das BS da hinten dran zu hängen. Ich bin faul. Alles Jo, klar. machen wir es so. Okay. Okay, also zur Erklärung, ich habe ein paar Sachen besonders auf den App Store bezogen. Das heißt, es geht eigentlich nur um iOS-Apps. Ich wollte jetzt nochmal sagen, dass ihr auf jeden Fall beim Dizzy BS auf jeden Fall mal vorbeischauen solltet. Er macht auf jeden Fall super coole Mortal Kombat Videos und schaut auf jeden Fall vorbei und auch beim Lost Gaming. Ja, das wollte ich sagen. Alles klar. Dann fangen wir mit einer Blitzbrigade Bestrafung, ja. mit einer Gut. Blitzbrigade-Frage an. Und zwar, kann man die Waffe Schweinchen als Primär- oder als Sekundärwaffe ausrüsten? Dazu müsste man die erstmal Warte mal kennen. kurz. Er schaut wahrscheinlich nach. Dazu müsste man die halt erstmal kennen. Die Schweinchen findet man auch öfters in diesen Packs, die immer verteilt auf der Map liegen. Das ist Das ist Marius, das ist eine Zweitwaffe. Eindeutig, hier hast du recht. Das heißt, Okay. es ist Boah, 1 ich wusste zu es 0. echt nicht. Ich hätte jetzt geblufft und Zweitwaffe gesagt, aber ich wollte dir den Punkt mitgeben. So, das heißt, die nächste Frage. Welche Altersfreigabe hat Dungeon Hunter 5 im App Store? Düsi, 12. Richtig, das heißt 1 zu 1. Dann die nächste Frage. In einem der letzten kleineren Updates von Modern Combat 5 gab es eine Erneuerung für die iPhone-Version. Welche war es? Alter. Oh, das ist aber scheiße, ist das peinlich. Das ist eine Erneuerung, die hat man eigentlich gar nicht richtig gespürt, aber durch ein neues Apple-Gerät, das rausgekommen ist. Ach so, es war die Düsi-Anpassung an iPhone 6 und 6 Plus. Hä? Das hatte ich jetzt nicht direkt gemeint. Ich Du machst die meinte App die nur noch. Unterstützung für die Apple Really, nigga? Watch App. Ja, okay. Das heißt, das ist das 2 zu 1 von Marius, tut mir leid. Oh nein! Oh nein! Ja, stimmt. Da gibt es I'm jetzt sorry. nämlich auch eine Fail. Apple Watch App, mit der man jetzt seine Waffenset auf der Apple Watch auswählen kann. Ja, stimmt. Sehr praktisch. Hört Ja, sich gut an. total. Braucht man auch Braucht man immer. unbedingt, müsst ihr euch holen. Dann Als nächste ob die Frage. Apple Watch nicht schon einen schlechten Akku genug hätten. Ja, gibt es mittlerweile sogar Armbänder mit extra Akku drin. Ich will gar nicht wissen, wie viel es kostet. Nice, Mann. Da hast du so eine doppelte eine Watch und dann noch den Akku von der Watch dranhängen. Alles klar, dann die nächste Frage. Welche iOS-Version benötigt man mindestens, um Modern Combat 5 spielen zu können? Düsi, iOS 7. Richtig. Das heißt, der Ausgleich 2 zu 2. Ja, hier Kopf an Jo. Kopf rennen. So, nächste Frage, eine Blitzbegabe-Frage. Bei welchen Einheiten kann man die Vipern-Zähne ausrüsten? Marius. Ja, nee, ist klar, oder? So, das sind wir wieder, ja. Jo, dann wir waren gerade bei den Vipernzähnen. Genau, Die und es aber nur für eine Klasse gibt, ne? nein, die gibt es nur für den Sniper und die Tarnen. Somit war deine Antwort falsch und es ist das 3 zu 2 für den Düsi BS. Yeah!
Dann die nächste Frage ist eine Schätzfrage. Und diese Schätzfrage heißt, dass ihr beide eure Antwort geben dürft und der, wo am nächsten dran liegt, der hat gewonnen. Und zwar die Schätzfrage ist, wie viel Reichweite hat der Taubenwerfer? Du willst mich verarschen. Ach du Scheiße. Das weiß ich nicht. Oh, gute Frage. Deswegen ist hier eine Schätzfrage, weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ihr es auswendig gelernt habt. Doch, natürlich. Wir lernen sowas immer auswendig. Marius 280 Meter? Ja. Düsi 130. So, und der Düsi liegt super nah dran, sind 140 Meter. Boah, du willst mich doch verarschen. Das heißt, der Blitzbrigade-Spieler verliert hier bei der Blitzbrigade-Frage und... Gay! Wir sind mittlerweile beim 4:2 für den Düsi Gas. Also zur Verteidigung von Marius, ich habe ja vorhin bei der Modern Combat-YouTuber auch Modern Combat-Frage nicht gewusst. Alter, nee. Okay, dann habe ich gleich so einen Vergleich quasi eingebaut und zwar die nächste ist wieder eine Schätzfrage nach dem gleichen Prinzip. Und zwar, wie viel Reichweite hat der Tiefkühler? Ihr müsstet beide wissen, welche Waffe das ist, oder? Die Sniper. Ja, ja, das habe ich schon mal gehört. ja. Fang du diesmal an. Warte mal, ich, Düsi. Was sagen wir denn? Was haben normal so Sniper in dem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Nachdem es ein Taubenwerfer, nehmen wir den Taubenwerfer mal. Ja, das haben wir irgendwie so. Düsi sagt 300. 40. Okay, und Marius? 270. Ja, so, das heißt, es wären 350 gewesen. Und somit lag der Düsi BS schon wieder sau nah dran. Das heißt, der Düsi BS hat gewonnen, somit mit einem 5:2. Der Marius kann leider nicht mehr aufholen. Oh, ich könnte kotzen. Armer Marius. Nein. Nein. Soll ich die letzten zwei Fragen noch vorlesen oder nicht? Ich lasse dir auch eine Chance. Ja, lies mal vor, du. Alles klar. Die nächste Frage. Es wurden seit kurzem zwei Teile auf einmal im App Store einer neuen Saga veröffentlicht. Spartan Assault und Spartan Strike. Zu welcher Spieleserie gehören diese Spiele? Ganz einfach, nein! Ach du Scheiße. Das weiß ich nicht. Nie gehört. Ich auch nicht. Es sind im App Store auch ziemlich hoch oben, also in den Charts. Ach, Halo. Keine Halo Schuhe. Gehören die. Richtig, und somit hast du noch einen Punkt geholt. Der Düsi geht ab. Genau. Oh oh, das ist nur, weil ich so alt bin. Mach dir nichts draus. Dann haben wir noch eine Frage, und zwar... wie heißt die letzte Nahkampfwaffe beim Sniper in Blitzbrigade? Oh, super. Dazu müsst ihr dann erstmal die ganzen Nahkampfwaffen kennen. Es sind, glaube ich, nur 4 Stück. Nur. Die letzte. Die letzte. Die letzte. Was heißt denn die letzte? Die hat die, man als letztes freischaltet, oder wie? Ja, die teuerste einfach. Die zum Tipp, die kostet 10.000, also ziemlich billig. Melonenklatsche. Nein, das ist die vorletzte. Das ist der Knochenrassler. Gewesen. Der Knochenrassler, den kann der kostet 30.000. Der kostet Juwelen, aber der ist universell verfügbar und nicht speziell für den Sniper. Das heißt, der Marius hat falsch geantwortet. 7:2 und ich glaube, das können wir jetzt abbrechen hiermit. Was ist dann? Der Locher oder was? Nein, die verzweifelte Maßnahme. Das ist dieser komische Holzknüppel mit den Nägeln drin. Ja, aber die gibt's doch woanders, dachte ich auch, oder? Nee, die gibt's nur beim Sniper. Okay. Und somit hat der Marius gewonnen. Really, nigga? Ja, ich hab gewonnen. 7:2 für Düsi. Das ist Kaka. Naja, wir rufen jetzt einfach bei dem Ballettkurs mal an und gucken wir mal, was sich so ergibt. Vielleicht werde ich nächste Woche mal ein Probetraining da machen und werde euch mal da mitnehmen. Nice, Mann. Das will ich sehen. Weil ich nehme dich beim Wort, Mann. Ich nehme dich echt beim Wort. Dann sehen wir uns jetzt gleich im Anschluss. Bis gleich.
So, da sind wir wieder zurück mit der Bestrafung für den lieben Marius Gamer, weil er gegen den ultimativen Düsi BS verloren hat. Dazu haben wir ein bisschen das Universum von Blitzbrigade durchstöbert, um ein paar schöne Wörtchen zu finden, die er in der Konversation mit der Lady, oder dem Herren von der Tanzschule oder Ballettschule, was auch immer es war. Es variiert immer, weil wir ungefähr niemanden finden, der dran geht. Ja, ist so. Ja. Und dazu haben wir folgende Wörter rausgesucht, und zwar Tanker, schrille Lady, Auslöscher, Zeus-Rasierer, Knallkörper und den Pfadfinder. Und ich würde mal sagen, dann lassen wir ihm gleich mal freie Bahn, kann er sich frech austoben und die Leute belästigen. Viel ja, Spaß. Viel Glück. Alles klar, fangen wir mal an. Alles klar. Wenn der Ton okay ist. Ja, oder? Ja. Passt. Jetzt geht's hier nicht mehr dran. Ja, Hüpfner Joey, ich wollte... Ja. Hallo, Hüpfner... Hüpfner Joe hier, ich wollte mich über die Tanzstunden bei Ihnen informieren, zum Beispiel wie viel das kosten würde. Ja, interessieren Sie sich für sich selbst oder, also es kommt so ein bisschen drauf an, welchen Kurs oder für Kinder, für Ihre Kinder oder welchen Kurs würden Sie denn gerne quasi teilnehmen? Ja, für mich selber. Was gibt's denn da? Ja, so ein kleines bisschen. Du bist 14, musst du sagen, ne? Ah, okay. Dann wäre Ballett wahrscheinlich dann, wenn eher Anfängerkurs. Würden Sie denn lieber irgendwie was Modernes machen oder tatsächlich eher klassisches Ballett oder einfach gerne mal in alles reinschnuppern? Ja, eher in was reinschnuppern. Ich bin ja eigentlich wie so ein kleiner Tanker gebaut und will daher ja mit meinem kleinen Bizeps die Leute dann nicht auslöschen. Ich weiß nicht, ob man da dann irgendwie einen anderen Kurs nehmen sollte. Okay, da hatte ich auch noch eine Frage, ob ich da mit unrasierten Beinen vorbeikommen könnte. Ich weiß es nicht, ob das so bei Filmen, also bei Filmen ist das immer so, ja, dass man da immer die Beine rasieren muss, ob das so schlimm ist. Sonst könnte ich dann mit meinem Zeus-Rasierer da die einfach schneiden, habe ich mir vor ein paar Tagen geholt. Ja, wie Sie möchten. Sie können auch gerne irgendwie das, die meisten haben, glaube ich, eh lange Hosen an, also wie Sie möchten. Haben wir jetzt keine Vorgaben. Okay, ich glaube, Ihre Stimme kommt mir irgendwie bekannt. Ich weiß es nicht, ob Sie... Waren Sie mal bei den Pfadfindern? Nee, da war ich nicht. Achso, da war so eine schrille Lady, weiß ich nicht mehr. Sorry, sorry. Kein Problem. Gibt's bei Ihnen denn ein... Das ist zwar, kommt jetzt zwar ein bisschen komisch vor, vorüber, aber gibt's bei Ihnen denn ein paar heiße Knallkörper? Also, sag, du bist Single auf der Suche. Also, wenn Sie Interesse haben an Tanzen, können Sie gerne zu uns kommen. Ansonsten ist das, glaube ich, die falsche Adresse. Ach so, okay, ja. Ich habe mich verwählt. Entschuldigung. Sie legt einfach auf. Sie hat ja, ich hab's geschnitziger. Sie hat sich jetzt übelst verarscht gefühlt. Ich hab's geschafft. Unnormal. Wir haben einfach 10, 20. Guck mal, ich habe hier so viele Nummern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine war in der USA. Lol. Alter. Das wäre teuer gewesen. Wir haben es endlich geschafft. Alter. Aber es war mega peinlich irgendwie. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Die Beine-Nummer war echt gut, muss man sagen. Die war echt nice, Mann. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr bei jedem YouTuber einfach mal vorbeischaut. Machen wirklich alle coole, coole Videos. Und ja, lasst auf jeden Fall bei allen mal ein Abo da. Oh nein! Oh nein!
und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal einen Daumen nach oben da lasst für diese coole Blamien und Kassieren Folge. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, zeigt es mit einem Daumen oder lasst einen Kommentar da, wenn euch das Ganze gefallen hat und ja, ihr mal sehen wollt, wie ich beim Ballettkurs so abschneiden werde. Und da hol ich mir mal eine GoPro oder so eine Ligria, dann können wir das mal gerne machen. Ja, das war's von mir aus. Ich bin raus. Ihr könnt euch noch verabschieden, meine lieben Leute. Dann fange ich, fang ich jetzt einfach schnell an. Genau. Voll egoistisch und so. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte. Hat mich gefreut. War witzig. Vor allem zu sehen, wie der Marius bei Blitzbrigade verliert. Bäm, wieder reingedrückt. Ja, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Nachricht und Daumen hoch da. Und ja, dann sieht man sich eventuell auf meinem Channel. Haltet die Ohren steif. Servus, Leute. Ja, von mir auch noch. Es war jetzt echt lange. Wir saßen jetzt 2-3 Stunden allein schon nur fürs Aufnehmen dran. Und wäre toll, wenn ihr auf jeden Fall diese tolle Arbeit auf jeden Fall mal bewertet. Bei egal von wem. Dann würde ich sagen, checkt mein letztes Video aus. Es geht um die Top 5 Easter Eggs in Modern Combat 5. Würde ich sagen, das war's auch von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann ciao.